Sie ist die vielleicht ungewöhnlichste Kirche in Bayern, die Weidenkirche von Pappenheim. Denn an jedem Tag verändert sie ihr Aussehen, je nach Jahreszeit. Paula und Malte gehören zur evangelischen Jugend Bayern, die die Weidenkirche gebaut hat. Die Besucher erwartet etwas Besonderes. Die erwartet einen Ort, der offen ist, der wächst, der sich bewegt, zu allen Seiten hin Luft reinlässt und man kann da Ruhe finden. Man kann einfach die Natur genießen, man kann auch ganz spirituelle Momente für sich finden. Und das jederzeit, egal ob Winter, Sommer, Herbst oder Frühling, ob morgens oder abends, es ist immer ganz besonders hier mit der Sonne und dem Bach im Hintergrund. Vor 13 Jahren haben junge Leute die Kirche gepflanzt und gebaut. Stahlrohre bilden das Ranggerüst, an denen die Weiden emporwachsen. Für mich ist die Weidenkirche eigentlich so die wahre Verbindung von Glaube und Natur. Da läuft alles zusammen hier. Es wächst etwas, wie der Glaube, der wächst auch. Es ist ein Sinnbild, könnte man fast sagen. Man kommt zusammen unter dem freien Himmel. Hier finden regelmäßig Gottesdienste statt, vor allem an schönen Sommerabenden. Doch egal, wann man kommt, ob alleine oder in der Gruppe, die wachsende Weidenkirche kann man jederzeit genießen. Und es ist so schön zu sehen, dass man da, egal ob man jetzt mit 200 Leuten ein großes Jubiläum feiert oder ob es nur mit einem ganz kleinen, intimen Kreis ist, man findet immer wieder da einen Heimatort tatsächlich, in dem man sich wohlfühlt und gemeinsam ja, ganz besondere Momente erlebt. Besucher dürfen hier gemeinsam feiern. Es gibt sogar einen Gottesdienstentwurf der evangelischen Jugend. Man kann es auch mit einem Besuch im Altmühltal verbinden. Man kann hier sehr gut mit dem Zug hinfahren, also sehr, sehr gut mit dem Zug erreichbar hier. Sehr, sehr schöne Radwege gibt es. Mit dem Auto erreicht man es auch. Natürlich hat man die Altmühl gleich daneben, da kann man natürlich mit dem Boot hinfahren. Also es sind keine Grenzen gesetzt, wie man hier die Weidenkirche erreichen kann. Und deswegen sind hier auch so viele Leute, die diesen Platz auch als Ruheort, Entspannungsort nutzen. Eine Kirche, die per Kajak oder Kanu zu erreichen ist, das dürfte es in Bayern sehr selten geben.